Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem eher kritischen Video, denn mit dem neuesten... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und bevor dieses Video anfängt, möchte ich ganz klar nochmal sagen, dass ich mit diesem Video weder Panik schüren möchte, noch euch in irgendeiner Weise zu überhasteten Aktionen drängen möchte, aber ich finde es sehr wichtig, dieses Thema anzusprechen. Denn ich wurde jetzt schon innerhalb von anderthalb Tagen, die dieses Programm jetzt von Star Stable genutzt wird, und ja, es geht um GameGuard, das neue Sicherungssystem von Star Stable, wurde ich jetzt schon sehr oft deswegen angeschrieben und finde es daher sehr wichtig, über dieses Problem aufzuklären, was aktuell bei Star Stable so abgeht. Fangen wir von vorne an. Mit dem neuesten Update am Mittwoch hat Star Stable ein neues Programm auf euren PCs installieren lassen und das heißt NProtect GameGuard. Und ja, dieses Programm hat sich von selber mit dem neuesten Update auf euren Rechnern installiert. Vielleicht ist ja euch dieser kleine Ritter am Anfang des Launchers aufgefallen, besser gesagt, wenn ihr euer Spiel startet, habt ihr dieses kleine Ritterprogramm, was einfach sich up to date auch nochmal bringt derzeit. Denn dieses Programm wird sich auch regelmäßig von selber updaten. Da könnt ihr das Ganze, das könnt ihr nicht verhindern. Generell hat man sehr, sehr wenig Zugriff von außen sowieso auf GameGuard. Das versteckt sich nämlich sehr gut auf eurem PC und lässt sich quasi gar nicht mehr entfernen. Soweit schon zu den ersten quasi schlimmen Aussagen. Denn ja, wir haben das jetzt alle auf unseren PCs drauf. Rückstandslos zu entfernen ist es nur sehr, sehr schwer. Selbst eine Neuinstallation von eurem kompletten Rechner kann Rückstände von GameGuard hinterlassen. Ja, soweit zu den ersten Hiobsbotschaften. Kommen wir aber zu dem, warum Star Stable das eigentlich gemacht hat. Warum hat Star Stable dieses Programm installiert? Naja, sie möchten damit den Zugriff von außen verhindern auf ihren Launcher, auf ihre Anwendung gesagt, dass Star Stable selber von außen weniger anfällig ist. Das ist so der Plan davon. Dadurch, dass GameGuard genutzt wird, wird Star Stable erstmal so ein bisschen verschleiert. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass momentan, gerade wenn ihr Videos davon aufnehmen wollt, Star Stable gar nicht mehr als Spiel erkannt wird. Das liegt daran, dass der Prozess von Star Stable, das Spiel selber, aktuell getarnt wird und dadurch eben nicht mehr so leicht angreifbar gemacht werden soll. Das ist zumindest der Plan. Funktioniert nicht wirklich gut, denn wir haben auch schon im Testgebiet in Australien miterlebt, jetzt, dass dort weiterhin Cheats passieren, die dann eben über andere Programme laufen und eben nicht auf den Launcher oder eben besser gesagt auf den Client zugreifen. Gut, was kann man Negatives sagen über GameGuard? Naja, erstmal ist es ein sehr altes Programm. Es ist ungefähr 20 Jahre alt. Wird auch nur von teilweise sehr kleinen oder sehr dubiosen Spielen benutzt. Da kann man, will ich jetzt nicht sagen direkt. Es sind halt sehr so Massen-Asia-MMOs. Es sind Sachen wie, als Aion Free-to-Play gekommen ist, ist dann GameGuard reingegangen. Fluff, Blade and Soul. Generell gab es auf jeden Fall immer Kontroversen, als GameGuard ins System implementiert wurde. Aus dem Grund, weil GameGuard euer PC angreifbar macht. GameGuard selber lässt halt so eine kleine Tür offen, durch die man von außen auf euren Rechner zugreifen kann. Das heißt, GameGuard ist eine Möglichkeit, eben euren Rechner zu hacken. Was nicht so cool ist erstmal. Und das Problem ist, da schützen euch weder Firewalls noch irgendwas anderes dagegen, da GameGuard ja von euch, damit ihr Star Stable spielen könnt, einen Admin-Zugang benötigt. Das heißt, wenn ihr GameGuard installiert, stimmt ihr der ganzen Sache zu, dass GameGuard eben freie Hand hat auf eurem PC. Und deswegen ignoriert auch jegliche Firewall oder jegliches Antivir-Programm, ignoriert GameGuard. Übrigens, Antivir-Programme. Viele Antivir-Programme erkennen GameGuard als Cheat- und Schadsoftware. Das heißt, ihr müsst manuell eurem PC dann auch noch sagen, ja, nee, ist in Ordnung, denn ansonsten wird Star Stable direkt beendet, solltet ihr drin sein, oder eben Star Stable wird gar nicht starten. Denn das ist nämlich das Problem. GameGuard muss nebenbei laufen
und scannt auch die ganze Zeit euren PC. Das sollte im Normalerweise keine Performance-Probleme bewirken bei eurem PC, kann es aber, je nachdem wie gut GameGuard läuft oder wie schnell euer PC ist, kann das auch dazu führen, dass ihr dadurch mehr Probleme habt beim Spielen, denn jetzt läuft quasi bei allem, was ihr macht, eben GameGuard im Hintergrund auf eurem PC. Sollte aber im Normalfall keine Performance-Probleme bewirken. Betonung liegt hier auf sollte, kann aber natürlich immer passieren. Nun gut, was sind negative Sachen? Was kann mit GameGuard generell passieren? Was sind Erfahrungsberichte von GameGuard? Also, die ersten Dinge, die Star Stable auch heute selber dann auf Twitter auch nochmal als Antwort geschickt hat, waren nämlich die Sachen, dass Reshade oder generelle Programme, die nebenbei laufen, als Schadsoftware von GameGuard gesehen werden. Und das ist nämlich genau das Problem. Diese Sachen werden dann eben angegangen von NProtect GameGuard. Also ja, bis vor kurzem hieß es noch von Star Stable, Reshade ist in Ordnung. Hier ist aber das Problem, ist egal, was Star Stable selber sagt, NProtect erkennt solche Sachen als Problem. Und NProtect ist halt nicht Star Stable. Also kann das ganz klar einfach passieren, dass bam, Reshade wird als Schadsoftware erkannt und dann kommt eben der ganze Apparat ins Laufen. Und was kann dann NProtect GameGuard machen? Das erste ist, einfach Reshade löschen. Einfach die Files von Reshade löschen, fertig. Das ist das erste, was passieren kann. Das zweite, euch einfach bannen. Je nachdem, welchen Zugriff das Programm selber hat, also je nachdem, was Star Stable dem Programm sozusagen gesagt hat, ob sie eben nur die Schadsoftware entfernen oder ob sie das Ganze auch direkt bestrafen, kann es halt sein, dass ihr einfach nur mit einer automatisierten Aktion dafür gebannt werdet. Oder verwarnt, das kann beides sein, je nachdem wie Star Stable das Ganze eingestellt hat. Das nächste ist, dass ihr einfach dadurch dann auch durch Reshade aus dem Spiel ausgeschlossen werdet. Das heißt, ihr könnt euch von vornherein nicht einloggen, weil das immer als Schadsoftware erkannt wird oder dann eben ihr einfach beim Einloggen eine Fehlermeldung bekommt. Ich selber habe Reshade gerade eben von meinem Rechner entfernt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dafür hatte ich auch mal ein Tutorial gemacht. Ansonsten einfach das Installieren von Reshade nochmal neu starten. Und dann könnt ihr dann, während ihr ausgewählt habt, welche Version ihr installieren wollt, könnt ihr auch Uninstall anklicken, also direkt Reshade entfernen. Würde ich euch dann derzeit zumindest auf jeden Fall empfehlen. Antivirensoftware hatten wir schon erwähnt, erkennen GameGuard oftmals als Virus und da ist nämlich auch genau ein Problem. Ihr könnt es ja in Star Stable nicht spielen ohne das Tool, müsst also manuell dann GameGuard durchlassen, ansonsten könnt ihr Star Stable nicht spielen. Aber die schlagen nicht umsonst Alarm, denn GameGuard hat sehr viele Möglichkeiten bei euch zu agieren. Linux zum Beispiel wird als Schadsoftware oder als Virus erkannt, generell immer. Also nutzt ihr sowas in der Art wie eine andere Betriebspartition, wie jetzt zum Beispiel nebenbei nochmal Linux auf eurem PC, könnt ihr das zum Beispiel mit GameGuard zusammen komplett vergessen. Heute Morgen gab es auch eine große Meldung an Leuten, die überhaupt nicht ins Spiel reingekommen sind. Denn durch GameGuard gab es heute Morgen schon den ersten globalen Fehler. 6.30 Uhr war das Ganze ungefähr und eine große Welle an Spielern konnte sich gar nicht einloggen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt das Problem nicht, habe aber jede Menge Screenshots geschickt bekommen von Leuten, die genau diesen Fehler hatten. Ich glaube, das war der Fehlercode 2028, sowas in der Art. Ja, gut. Was kann man da jetzt am besten machen? Das erste ist natürlich, macht euch nicht verrückt. Hiermit mit diesem Video möchte ich großteils eher darüber aufklären, dass ihr euch nicht verrückt machen sollt, wenn ihr jetzt Fehler auf eurem PC habt. Wenn sich teilweise Sachen bei euch schließen, wenn Videos verschwinden, dann ist es nicht, ihr seid nicht verrückt geworden und genauso habt ihr in der Hinsicht dann dort nichts falsch gemacht, sondern es liegt eben am GameGuard. Denn das ist das Hauptding, was ich hiermit eigentlich erreichen will, denn ich möchte, dass ihr selber eben wisst, woher gewisse Dinge kommen. Und ich finde auch, dass Star Stable darüber sehr wenig aufgeklärt hat. Man kann zwar, wenn ihr in ihrem Newspost weiterklickt, kann man auf eine kleine Info zu GameGuard kommen, aber eben nicht, was GameGuard wirklich macht. Und gerade über diese Problematik mit Programmen wie Reshade wurde halt wirklich überhaupt nicht aufgeklärt. Des Weiteren eben, dass auch Star Stable selber eben versteckt wird und nicht mehr als Spielprozess erkannt wird, liegt auch daran, dass nämlich GameGuard den Spielprozess verschleiert.
und damit weniger angreifbar machen soll. Also wenn ihr euch wundert, dass man Star Stable nicht mehr gescheit aufnehmen kann, nur noch als Bildschirmaufnahme und, ja, das liegt genau daran, weil nämlich GameGuard den Prozess so verschleiert, dass ihr ihn eben nur noch manuell über eine Bildschirmaufnahme aufnehmen könnt. Von daher, ich hoffe, dass ihr da jetzt auch nicht zu viel schlechte Laune dadurch bekommen habt, durch die ganze Sache. Mir persönlich war es einfach wichtig, darüber aufzuklären, was GameGuard macht, was Problematiken mit GameGuard sein können und dass ihr persönlich, wenn ihr Probleme dieser Art habt, nicht den Fehler sonst wo sucht, sondern im Normalfall einfach wisst, dass das eine der Kernfunktionen eben von GameGuard ist. Von daher wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr nicht so viele Probleme mit der ganzen Situation bekommt. Und ich denke mal, ich hoffe, dass Star Stable in Zukunft vielleicht einsieht, dass es nicht die richtige Richtung war, gerade eben auch, weil es schon wieder genügend gecheatete Highscores existieren. Zumindest auf den australischen Servern und da wurde ja GameGuard schon ausgiebig getestet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen, Anregungen zu dem ganzen Prozess mit GameGuard und so weiter habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben und ich versuche sie dann so gut es geht zu beantworten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I've got